Dschungel- und Inselgedöns, ganz klar, irgendwas aus dem Fahrwasser von Far Cry. Richtig, auf der E3 hat Ubisoft Far Cry 3 offiziell angekündigt, obwohl schon alle Welt wusste, dass die Kanadier an dem Ding arbeiten. Immerhin hat die Firma obendrauf erste Spielszenen geworfen und die sehen gar nicht mal schlecht aus, wie wir finden. In Far Cry 3, das zumindest in Sachen Setting den Sprung zurück auf die Tropeninsel macht, spielen wir einen jungen Mann namens Jason Brody, der ungewollt auf dem Eiland strandet und sich gleich mal einer Übermacht an so schießwütigen wie zwielichtigen Typen gegenüber sieht, die es gar nicht gerne haben, wenn irgendwelche Besucher unangemeldet durch den Dschungel stromern. Ob Jason wie Jack Carver aus dem Originalspiel auch in Hawaii-Hemd stromert, können wir anhand der Szenen nicht sagen. Aber was als schon ziemlich wahrscheinlich gilt, Mutanten und einen irren Forscher à la Dr. Krieger wird es auch in Teil 3 nicht geben. Allerdings scheinen die Gestalten auf der Insel auch alles andere als normal, wie uns diese Szene deutlich zeigt. The first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me, so boom, I shot him. The thing is, he was right. And then I started seeing it everywhere I looked, all these fucking pricks, everywhere I looked, doing the exact same fucking thing, over and over and over. Dieser offensichtlich massiv durchgeknallte Kerl heißt Vaas und ist einer der Vorturner der Inselbösewichter. Die Szene stammt wohl schon von etwas weiter im Spiel, denn Vaas redet davon, dass er Jason schon mal getötet hat. Naja, zumindest versucht hat er es, aber das ist wohl in die Hose gegangen. Oder aber der Kerl ist verwirrter, als wir bisher wissen. Die Narbe da an seiner Stirn, Ubisoft spricht von einem dunklen Geheimnis der Insel. Gibt's am Ende doch einen Forscher, der Menschen am Gehirn rumschnippelt? The thing is, I killed you once already. And it's not like I am fucking crazy. It's okay. It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity? Aufmerksame Zuschauer haben es mit Sicherheit schon bemerkt. Die Szenen, die wir hier sehen, sind, wenn schon nicht zwingend von der Konsolenversion, dann doch aber auf jeden Fall mit dem Xbox 360 Controller gespielt. Far Cry 3 wird logischerweise ein Multiplattform-Titel, wie schon der Vorgänger. Das erste Far Cry von Crytek war bis zur Portierung durch Ubisoft ein reiner PC-Titel. Und im ersten Far Cry und auch im zweiten gab es keine Erfahrungslevel. In Far Cry 3 aber offenbar schon. Pro erledigtem Gegner sackt Jason nämlich Punkte ein. Die müssen ja irgendwo hin, wir vermuten in den Ausbau der Spielfigur. Aber die kann auch so schon einiges mehr, als es die Helden in den Vorgängern drauf hatten. Nahkampf mit einem Messer war beispielsweise nie ein großes Thema in den Far Cry-Spielen. Da wurde vornehmlich geschossen. In Far Cry 3 hingegen darf Jason sich auch anschleichen und Gegner lautlos ausschalten. Dass der zweite Schurke gleich mit dran glauben muss, ist zwar irgendwie schick, aber dann auch wieder blöd, denn offenbar führt das Spiel den anschließenden Wurf von alleine aus. Ein Fadenkreuz zum Zielen haben wir jedenfalls nicht gesehen. Punkte für den Kill gibt's aber trotzdem. Was wir jetzt schon als super angenehm empfinden, die HUD-Anzeige beschränkt sich in den ballerfreien Passagen auf die Minimap links unten, die aktuelle Haltung der Spielfigur und das Fadenkreuz. Erst wenn Jason schießt, addieren sich noch Waffenanzeige, Munitionsstatus und eine Art Gefahrenradar hinzu. Was wir reichlich blöd finden, dass wir bereits in den ersten Spielszenen Klongegner ausmachen können. Die Burschen, die aus der Hütte kommen, sehen alle gleich aus. Aber diese Kritik mag verfrüht sein, immerhin kann Ubisoft da noch entspannt nachbessern. Und hey, kein gescheites Actionspiel dieser Tage, in dem nicht mindestens ein Helikopter abschmiert. Rudys Resterampe hatte wohl ein paar Blackhawks übrig. Die, die nicht in Modern Warfare 3 vom Himmel fallen, fallen dann in Far Cry 3 runter. Naja, Heli-Absturz oder nicht, wenn Ubisoft bei Far Cry 3 aufs Malaria-Gedöns, ewig Rumgurk-Gedöns und die respawnenden Gegner verzichtet und uns stattdessen eine gescheite Story vorsetzt, dann wollen wir die Ärgernisse aus Far Cry 2 zwar nicht vergessen, aber unter kann ja mal passieren abhaken.